Die Zeitgeschichte, eine der tragenden Säulen des ORF3-Programmschemas, profitierte enorm von dieser langjährigen Kooperation mit Hugo Portisch und damit auch eine breite Seherschaft, die dadurch in den Genuss dieser volksbildnerischen Produktionen kam. Am Ende dieses langen und erfüllten Lebens steht die Frage, Herr Generaldirektor, was bleibt von Hugo Portisch? Wahnsinnig viel, ja, weil sozusagen von neuen journalistischen Formaten, von großen Formen der Erklärung der Welt bis zum historischen Archiv ist eh angesprochen worden, das eines der besten in Europa jetzt im Rundfunk ist, das bleibt sicher. Aber ich glaube, das wirklich Wesentliche ist sein journalistisches Vermächtnis für diese Art von Qualitätsjournalismus, der weltweit gefordert ist in Zeiten wie diesen, der auch mit den neuen digitalen Medien ganz vor ganz besonderen Herausforderungen steht. Und ich glaube, es wird unsere Aufgabe sein, dieses Vermächtnis von Hugo Portisch auch in die Zukunft zu übersetzen und zu tragen. Und dass man, was Sie angesprochen haben, eigentlich braucht es sowas wie eine Hugo Portisch-Journalistenschule, wie es in anderen Ländern auch gibt und wo ich das gerne aufgreife, dass wir nicht als ORF alleine, aber gemeinsam mit den Qualitätszeitungen, anderen Qualitätsmedien so etwas als Teil eines Vermächtnisses sozusagen schaffen. Nicht um das Vergangene anzubeten, sondern um die Ideen von Hugo Portisch in die Zukunft im journalistischen Bereich zu tragen. Das wäre eine würdige Würdigung von Hugo Portisch. Für mich fast eine Selbstverständlichkeit. Was man vielleicht auch aufgreifen sollte, ist, er hat in den letzten Jahren aus der Erfahrung seines Lebens viele Impulse gesetzt, die aus meiner Sicht vielleicht zu wenig beachtet worden sind. Da war zum Schluss die Idee, dass man einen Marshallplan für die Dritte Welt erfinden sollte, die Österreich damals, die Idee, die Österreich gerettet hat aus der Kriegsnot und aus dem Elend. Da ist jetzt durch das letzte Buch seine Idee, dass man nur wegen der Schattenseiten der Ära Putin Russland nicht vergessen darf, als eine große europäische Macht. Wir haben noch vor 2 Monaten miteinander geredet, weil der Verlag von ihm noch ein Buch wollte. Mit 94 Jahren. Und da hat er dann gesagt, was glaubst du, was könnte ich noch schreiben? Und ich hatte dann plötzlich die Idee und habe gesagt, du hast über die ganze Welt geschrieben, was ich von dir noch gerne lesen würde, wäre mein Österreich. Und das hat ihn irgendwie fasziniert. Es ist nicht mehr dazu gekommen. Kurz noch, Herr Bundespräsident, was bleibt von Hugo Portisch? Also für mich bleibt ganz eindeutig das Bild eines Menschen, der sein ganzes Leben lang, und das heißt aktiv mehr als 60 Jahre hindurch, versucht hat, das historische Geschehen zu verstehen, objektiv darüber zu berichten und es den Menschen zu erklären. Und dabei seine Integrität, seine Unabhängigkeit immer wieder uneingeschränkt zu verteidigen und zu wahren und umdrehen, ein liebenswerter Mensch zu sein. Herr Professor, darf ich Sie auch kurz bitten? Ich tue mir jetzt echt ein bisschen schwer, weil Portisch ist als Journalist gewürdigt worden, Portisch ist als jemand gewürdigt worden, der Fernsehgeschichte geschrieben hat. Nicht zu vergessen, die vielen Bücher, die er geschrieben hat und die fast bibliotheksfüllend sind. Für mich ist Hugo Portisch aber sehr wohl auch jemand, den ich einen Freund nennen durfte und der mir daher in vielen Bereichen in Erinnerung bleiben wird, die abseits des Journalismus angesiedelt sind. Und auch das, glaube ich, ist etwas, was man nicht ganz vergessen sollte. Hugo Portisch war ein großartiger Mensch. Es ist jemand gewesen, der nicht nur eine Außenwirkung gezeigt hat, sondern darüber hinaus auch jede Form von Respekt verdient.
aufgrund seines vorbildlichen Lebens, seiner großartigen Weise, mit Menschen umzugehen. Und da zähle ich mich dazu und bin dankbar dafür, dass er auch mit mir umgegangen ist. Frau Graf, was bleibt Ihnen am meisten in Erinnerung von Hugo Bortisch? Es ist schwer. Es wurde, glaube ich, schon fast alles gesagt, was man über Hugo Bortisch sagen kann. Damit wir nicht trist enden, eine Anekdote vielleicht, eine kleine. Ja, da muss ich aber wieder weit ausschweifen. Madagaskar. Mhm. Sein Sohn hatte dort ein humanitäres Projekt auf die Beine bringen wollen und der Hugo hat sich da sehr auch mit ihm bemüht, nämlich ein Wasserprojekt, um die Einheimischen in Madagaskar zu Wasser zu bringen. Es gab ja dort nicht sehr viel Wasser. Und da bin ich auch mitgeflogen mit ihm. Und dann waren wir bei einem Häuptling, der überhaupt dort der Stammesälteste war in dem Dorf, wo das hätte stattfinden sollen, das ganze Projekt. Und dem musste man einmal ein Fass rumbringen, damit er überhaupt mit einem geredet hat. Und dann saßen wir dort wirklich das Einfachste vom Einfachen, auf Holzbänken und haben halt da dieses madagassische Essen gekriegt. Und man dachte, mein Gott, der arme Hugo, jetzt muss er sich da noch mit dem Stammeshäuptling unterhalten, der ja kein Wort, weder Englisch noch Deutsch noch sonst was konnte. Aber der Hugo war ein unheimlich guter Kommunikator. Der Häuptling hat Lippenlesen gelernt von ihm. Und dann saßen wir dort bei viel Wein und es war schon sehr spät in der Nacht. Und dann haben wir ein bisschen zu singen begonnen. Und ich singe ja auch recht gern. Und dann haben der Hugo und ich gesungen, bleiben wir noch ein wenig sitzen, bleiben wir noch ein wenig da. Und das haben wir also bis zu Ende gesungen. Und dann hat der Häuptling da auf einmal mich und den Hugo angeschaut und hat gesagt, und hat gesungen, bleiben wir noch ein wenig sitzen. Er hat das genau nachgesungen. Vielen Dank für diese Anekdote am Schluss.